So, hallo und herzlich willkommen in meinem Garten, unserem Hausgarten, nicht nur meiner. Sieht aus wie Wald, ist aber nicht, weil guck mal hier, da haben wir Blüten. Das heißt, wir sind im Garten. Ja, auf aktuellem Anlass muss ich ein bisschen Frust ablassen und entschuldige mich nochmal bei denjenigen, die das nicht interessiert, aber Seven vs. Wild Staffel 3, meine Begeisterung in Anführungszeichen, hat jetzt doch ein bisschen sich abgekühlt und da bin ich, glaube ich, nicht ganz alleine mit und ich möchte jetzt ein bisschen erklären, woran das liegt und was ich hoffe, was vielleicht eventuell noch passieren könnte, da noch nicht alle Kandidaten feststehen. Da kann man jetzt vermuten, dass es an der Auswahl der Kandidaten liegt, dass sich die Begeisterung abgekühlt hat. Das wäre auch zutreffend. Und da böse Zungen behaupten, es sei dieses Jahr eine Flaschen-Challenge und die bösen Zungen damit nicht meinen, dass alle Ausrüstung in eine Flasche passen muss, sondern dass es eine Seven-Flaschen-Challenge ist und damit auch nicht die Zahl der Flaschen, die insgesamt im Gelände mitgeführt werden, meint, sondern, ja, ihr habt es, glaube ich, kapiert, also so als doppeldeutige Formulierung. Ich möchte mich dem nicht anschließen, finde den Witz leider ziemlich gut, weil ich Wortspiele mag, aber würde erstens nicht so weit gehen, dass es 7 Flaschen sind oder 14, sondern weniger. und ansonsten würde ich den Begriff auch nicht verwenden wollen, weil das ein bisschen böse ist und vielleicht wird man ja doch noch positiv überrascht, aber eine Auswahl der Kandidaten mehr in die Outdoor-Richtung, also Leute, die was können und weniger in die Richtung Leute, die entsprechend viele Follower mitbringen und irgendwie für Heiterkeit sorgen, ja, das hätte ich ganz schön gefunden. War das vielleicht abzusehen, dass es jetzt mehr, sage ich jetzt mal, Berufsinfluencer ohne weitere Qualifikation im Outdoor-Bereich geben wird? Sicherlich schon, ne? Nachdem Fritz ja auch sehr begeistert gewesen ist vom Entertainment-Faktor, den der Knossi in Staffel 2 hervorgebracht hat. Der war vorhanden, das gebe ich ja zu, wobei ich die ein oder andere Knossi-Szene mir dann auch nicht antun konnte und übersprungen habe. Aber hier und da war der schon zugegebenermaßen vorhanden. Und ich bin allerdings ja auch nicht die Zielgruppe von Seven vs. Wild, also sicherlich auch irgendwo ein bisschen. Ja, der Outdoor-Dunstkreis guckt das ja in Teilen, inzwischen ja nicht mehr alle. Oder haben zumindest einige gesagt, dass sie es gar nicht mehr gucken wollen. Guckt das ja eigentlich ganz gerne, meistens, bisher. Aber ja, es ist eine Massenveranstaltung. Klar, du musst nicht outdoor-affin sein, um dir Seven vs. Wild anzugucken, bekanntermaßen. Und von daher bin ich als ziemlich outdoor-affiner sicherlich nicht die zentrale Zielgruppe. Jedenfalls nicht aus Sicht des Marketings, das da mit Geld verdienen möchte. Ja, gut, aber ja, das ist ein bisschen schade. Also ich und viele andere Leute, die sich mit der Thematik ein bisschen auskennen, mindestens ein bisschen, manche auch sehr gut, hätten es gerne gesehen, wenn da mehr Leute dabei gewesen wären, denen man auch wirklich was Krasses zutrauen darf und bei denen man dann ordentlich Survival-Techniken gesehen hätte. Ich finde die Idee, dass es Teilnehmer gibt, die für Survival-Techniken beherrschen und Teilnehmer, die keine beherrschen und dann die Differenz von beidem schön gezeigt zu bekommen, ja auch wirklich gut. Das war ja auch schon in Staffel 1 so mehr oder weniger ein bisschen so. Staffel 2 sollte es noch mal ein bisschen mehr so sein, mit Ausnahme von gewisser Arbeitsverweigerung von den Leuten, die prinzipiell wahrscheinlich schon irgendwie was können und einigen Pannen bei anderen, die eigentlich schon was können und einfach dem viel zu wenig an Ausrüstung, mit denen dann halt wirklich nur noch der absolute Ultra-Profi noch was kann, also mit ohne Ausrüstung sozusagen. Ja, aber da hatten wir ja schon drüber geredet, aber ich hätte jetzt halt gerne in Staffel 3 wirklich viel Survival-Techniken gehabt und viel gesehen von Techniken, die dem Überleben zugutekommen. So, und wenn da jetzt ein sehr großer Teil, Anfänger bis gar nichts Könner, teilnimmt, dann ist das nicht unbedingt ein gutes Zeichen hinsichtlich der Erwartungshaltung, dass man da krassen Survival-Campel zu sehen bekommen wird. Ja. Gar nichts Könner im Sinne von Survival. Ja, nicht gar nichts Könner im Sinne von im Leben nichts drauf haben und so weiter und so fort. Das kann ich überhaupt und will ich auch überhaupt nicht beurteilen. Ja. So,
Ja, ich fand die ursprünglich nominierten Kandidaten ehrlich gesagt auch schon nicht so toll. Und wenn mich jemand unter der Hand gefragt hat, warum ich denn da nicht mitmachen möchte, ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass ich da nicht unbedingt mitmachen möchte, auch wenn das einige von mir gerne gehört und gesehen hätten, zumindest laut Kommentaren. Ich fühle mich in diesem Dunstkreis des Kandidatenumfelds mit wenigen Ausnahmen nicht so wirklich wohl und will dann eigentlich nicht unbedingt Teil davon sein. Das galt insbesondere auch für die Kandidaten, die ursprünglich nominiert waren, dass davon viele abgesagt haben, die ich nicht unbedingt hätte dabei haben wollen, beziehungsweise die ich nicht hätte näher kennenlernen wollen müssen unbedingt. Ne? Wäre auch nicht schlimm gewesen. Ja, man kann ja höflich und freundlich miteinander umgehen, auch wenn man vielleicht eher sich in gegenseitigen Ecken des Internets normalerweise aufhält. Aber ja, ne? Und mit dem, was da jetzt nachnominiert wurde, kommt ja mehr oder weniger fast aufs Gleiche hinaus, in Anführungszeichen. Das sind halt, ich habe leider vergessen, wie die heißen, die Internetpseudonyme. Das ist schwierig zu merken. Das sind irgendwelche komischen Namen, die ja schwierig zu merken sind. Und daher weiß ich das jetzt gerade gar nicht. Aber alle vier Nachnominierten, also die beiden Teams, das sind, glaube ich, alles Gaming-Streamer, wenn ich das richtig verstehe, oder generelle Streamer, die irgendwas streamen. Und dieses Phänomen, dass man irgendwas streamt und als Qualifikation mitbringt, dass man es streamt und da lustige Sprüche zureißt und damit ein teilweise Millionen oder was weiß ich wie viele Hunderttausend oder keine Ahnung, ein großes Publikum erreicht. Dieses Phänomen hat sich mir nie entschlossen. Das habe ich nie verstanden. Das Phänomen ist da. Ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, da darf sich jeder gerne eine Meinung zu bilden. Ich halte das für eher schwierig insgesamt. Und diese vier Nachnominierten, um das gleich mal auf den Punkt zu bringen, die haben halt alle wenig bis keine Outdoor-Erfahrung, zumindest nach dem, was ich bisher so gehört habe. Und da sagt man jetzt aus deren Richtung oder aus deren Dunstkreis häufig der Wille zum Durchhalten, auf den kommt es vor allen Dingen an. Ja, das ist für 7 Tage auf einer Insel sitzen sicherlich richtig. Für 14 Tage in Kanada am Wasser sitzen nicht unbedingt. Das kommt darauf an, wie schön und toll die Plätzchen sind, die da ausgewählt werden. Und was die Location-Wahl angeht, kann man sich spätestens jetzt sicher sein, dass es garantiert eine gemütliche Ecke von Kanada und Alaska sein wird und ganz bestimmt nicht das Nordpolarmeer oder sowas in die Richtung. Das wäre auch für einen Profi relativ langweilig, weil auch der dann nach ein paar Tagen echt nicht mehr viel machen kann, außer eventuell Wale fangen, um sich aus Walrippen dann doch irgendwann ein Shelter und Robbenhaut ein Shelter zu bauen. Also na, das wird langsam unrealistisch. Insbesondere mit dem, was nur in eine Flasche passt. Wenn man denen dann mehr Ausrüstung mitgibt, dann gibt es da vielleicht ein bisschen mehr zu sehen. Aber viele Survival-Techniken brauchst du da oben nicht, außer eigentlich Jagdtechniken. Weil was anderes als Jagen kannst du da nicht. Da gibt es so gut wie keine nutzbare Pflanze, außer ein paar Beeren im Sommer. Die hat man schnell aufgefuttert und wirklich so richtig satt wird man davon auch nicht, davon abgesehen. Ja? Gut, ja, also deshalb finde ich ein bisschen unglücklich, eben die Wahl. Das mögen nette Kerle sein, sind ja alles vier Kerle. Bestimmt, ja, da will ich überhaupt, bestimmt, ja, gar keine Frage, will ich gar nicht daran zweifeln. Die wirken auch ganz sympathisch und freuen sich offensichtlich sehr, dass sie da jetzt mit dürfen. Aber ob das so ein richtiger Mehrwert, zumindest für den Survival-Aspekt der Sendung sein wird, das wage ich halt ehrlich gesagt dann doch zu bezweifeln. Einer von denen hat schon ein kleines Statement abgegeben, ich habe aber auch nicht alles gesehen, indem er meint, ja, er wird sein Bestes tun, da ganz viel zu bauen, damit auch die Outdoor-Dudes auf ihre Kosten kommen. Ja, wäre schön. Ja, würde ich mich freuen und das ist nett, dass das so geplant ist. Ja, aber ja, es bringt eine gewisse Ernüchterung doch hervor. So, 2 Teams stehen noch aus. Einmal die Wildcard, da würde ich dann sehr hoffen, um es mal jetzt beim Namen zu nennen, dass einer der Wildcard-Teilnehmenden dann tatsächlich der Stefan Buschmann, also der Stefan vom Kanal Survival Deutschland, sein wird. Würde mich sehr freuen, weil der kann definitiv was. Ja.
ist zwar eher das Gegenteil von mir, sprich Praktiker und überhaupt nicht Theoretiker. Das macht aber überhaupt nichts, selbstverständlich. Und ja, also das wäre schon schön, wenn wir da mal einen hätten, der definitiv was kann. Wer sonst noch ins Wildcard-Team kommt, da hatte sich auch noch ein, ich sag mal, älterer Herr, in Anführungszeichen, der Opa, er hat sich ja selber so genannt, Opa bewirbt sich, beworben. Das wäre auch sehr, 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 sehr cool, eventuell, weil der auch offensichtlich weiß, was er tut und viel, viel, viel Erfahrung mitbringt. Andererseits wäre es natürlich auch schön, wenn die Wildcard einfach aus der Diversitätsgründen und der Abwechslung halber an Frauen gehen würde. Schwierig, schwierig, ja. Aber am liebsten wäre mir da wirklich einfach erfahrene Leute zu haben. Und aus dem Frauenbewerberkreis war jetzt mal mit Ausnahme von Affe auf Bike. Die hat Outdoor-Erfahrung, zwingenderweise, wenn die schon die ganze Zeit um die Welt fährt mit dem Motorrad und draußen pennt und so weiter und so fort. Also mindestens mal Outdoor-Erfahrung. Und Jagen und Fischen hat sie wohl auch schon gemacht, sagt sie. Ann-Kathrin heißt die, glaube ich. Ja, egal. Jedenfalls, das wäre auch vielleicht noch eine ganz nette Ergänzung, eventuell zum Survival Deutschland, Stefan, oder zum Opa, in Anführungszeichen. Tut mir leid, mir fällt dein Name gerade nicht ein, solltest du das zufällig sehen. Nicht böse gemeint. Gut, ja, also da besteht vielleicht ja noch Hoffnung, eventuell muss man sehen. Das letzte Team, das dann noch aus der Fritz-Ecke, also aus der Orga-Team-Ecke nominiert werden wird, beziehungsweise ernannt werden wird. Ja, keine Ahnung, wer das dann sein soll. Frauen wäre ja nett. Vielleicht besteht da auch noch die Hoffnung, dass es dann halt doch nochmal irgendjemand ist, der eine gewisse Outdoor-Erfahrung mitbringt. Eventuell nochmal jemand aus dem Dunstkreis vom Otto. Irgendwelche Soldatennasen. Ja. Wenn es nicht wieder zur Arbeitsverweigerung kommt, wäre das ja vielleicht dann auch nochmal eine ganz nette Ergänzung. Weiß ich nicht. Na, müsste man gucken, beziehungsweise muss ich nicht unbedingt haben, so vom Gefühl her, aber ja, nicht davon abgesehen, dass ich mir da selbstverständlich nichts aussuchen kann. Aber ihr habt das hier angeklickt und da steht Meinung irgendwo im Titel, hoffe ich. Noch habe ich es nicht hingeschrieben. So, ja, also ein bisschen schwierig. Sowas darf man denn von den bisherigen definitiv fixen Kandidaten erwarten? Ja, Martin und Fritz, die können jeweils schon was im Outdoor-Bereich, ne? Keine Frage. Definitiv. Also wer sagt, die können überhaupt nichts, das stimmt so auch nicht. Ob sie manchmal Dinge falsch machen, winkt mit dem Zaunfall in Richtung Joe Vogel, das mag durchaus so sein, aber so überhaupt nichts können ist jetzt auch falsch. Ja, also da darf man sicherlich erwarten, dass man da ein bisschen was Unterhaltsames, mindestens mal Unterhaltsames und auch die eine oder andere Survival-Technik mal mehr, mal weniger richtig ausgeführt vielleicht, aber mindestens ausgeführt sehen wird. Das finde ich also von daher definitiv eins der interessanteren Teams. Also jetzt rein aus der, ich möchte gern Survival sehen bei diesem auch Survival-Format. Und ich fange jetzt nicht wieder die Diskussion an, ob es sich überhaupt um ein Survival-Format handelt. Mindestens auch, aber selbstverständlich ja auch Unterhaltungs-Firlefanz-Show. Ja, das ist auch klar. Aber mindestens ein bisschen Survival ist halt schon auch drin. Ja? Oder sollte zumindest drin sein. Würde ich mir wünschen. Gut, dann haben wir noch, wen haben wir denn da noch? Sascha und Knossi. Ja, die sind natürlich lustig, zu zweit wahrscheinlich auch. So lange befreundet sind die noch nicht. Wer weiß, ob die sich vielleicht doch irgendwann auf den Keks gehen. Möglicherweise ist das der Grund, weshalb man sie mitschickt. Weil der große Vorteil, rein für den Unterhaltungsvalue für Otto Normalverbraucher, dieser Teams Edition, besteht ja unter anderem tatsächlich eben darin, dass durch die Teams Edition eben auch zwischenmenschliche Reibereien auftreten können, die dann andere Leute begierig begutachten wollen. Da habe ich überhaupt kein Interesse dran, da könnte ich auch RTL 2 gucken. Also ich würde mich freuen, wenn sich alle Teams gut verstehen und gerade die Teams, die alte Freunde sind, zum Beispiel Gerrit und Andi, zu denen kommen wir gleich, Mücke töten zwischendurch, da mache ich mir keine großen Sorgen, dass es da zu riesigen Reibereien zwischen den beiden kommen wird. Ja, und das wäre halt eigentlich ganz schön, wenn wir das bei den anderen Teams auch gehabt hätten. Was auch nochmal ein durchaus fundierter Kritikpunkt ist, dass die Wildcard eben aus zwei sich nicht kennenden Leuten zusammengesetzt wird und das unter Umständen schwieriger sein kann, als wenn man da halt mit seinem besten Kumpel, seiner besten Kumpeline oder was auch immer teilnimmt. Ja, gut, aber ja, jedenfalls Sascha und Knossi, ja,
anhand dessen, was die letztes Mal gemacht haben, würde ich jetzt nicht behaupten, dass ich erwarten würde, von denen allzu krasse Survival-Techniken zu sehen zu bekommen. Den einen oder anderen unterhaltsamen Moment auf zwischenmenschlicher Ebene wird sicherlich dabei sein. Was der Knossi macht, ist nach wie vor nicht so hundertprozentig mein Humor. Auch da wieder halte ich mich eher in dieser Ecke vom Internet aus, während sich der Knossi eher in dieser Ecke des Internets befindet. Vielleicht sind die Ecken auch hier unten und da oben, ne, die längstmögliche Distanz zwischen den Ecken. Nee, ganz so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Aber ja, es ist halt nicht meins. Ne? Kann man mir jetzt vorwerfen, aber ich gehe manchmal gerne in die Oper und solche Sachen. Also nur um klarzustellen, dass ich wirklich auf der anderen Ecke nicht mal das Internet, sondern auch der Offline-Welt mitunter vielleicht stamme. Na, egal. Jedenfalls, ja, der Sascha, super sympathischer Kerl, ja, keine Frage. Aber wenn er wirklich auch da vorhat, nur rumzusitzen und fragwürdiges Wasser zu trinken, und Angst vorm Krokodil zu haben, beziehungsweise in dem Fall wäre es dann wohl der Bär. Ja, das ist ganz lustig, aber ja, wäre auch ein bisschen schade. Ja, also da habe ich ein bisschen Bammel vor, dass es dazu kommen könnte. Ich will das nicht unterstellen, vielleicht trainieren die ja auch noch ganz heftig und können dann doch noch einiges. Oder vielleicht wird es auch ganz lustig, weil sie einiges nicht können, aber doch irgendwie durchhalten und der Wille zum Durchhalten halt so exorbitant groß ist, dass fehlendes Fachwissen halt erstaunlich gut kompensiert werden kann. Wenn das so ist, irre ich mich gern. Ja, absolut. Da irre ich mich total gerne. Ja, und dann haben wir ja noch Gerrit und Andi. Das war es ja dann auch schon mit den Teams, die zuerst mal eine Zusage abgegeben haben, also bei der ersten Nominierungsrunde. Und das finde ich toll. Ja, fand ich von vornherein schon toll. Fand ich auch schon toll, als sie noch nicht zugesagt haben. Das ist doch klasse. Wie gesagt, da muss man auch nicht erwarten, dass die sich groß fetzen werden. Glaube ich. Die sind ja echt gute Freunde, scheint mir. Und das ist wirklich klasse. Ja, die können auch was. Die sind jetzt vielleicht nicht die ausgeprägtesten Survival-Dudes auf dem Planeten, aber die können definitiv auch was. Die haben eine gewisse Erfahrung. Und das ist jetzt gerade interessant. Da muss ich sagen, das ist wirklich interessant. Und da finde ich dieses Konzept, was der Fritz sich da überlegt hat, plus Team, auch wirklich sehr, sehr spannend, dass man da eben nicht nur Vollprofis hinschickt. Das wäre ja Alone beispielsweise. Da musst du ja erstmal dich qualifizieren und beweisen, dass du den Outdoor-Krempel drauf hast, bevor du da überhaupt mit darfst. Da gibt es also vorher eine Vorauswahl der Teilnehmer, die man als Zuschauer mal mehr, mal weniger zu sehen bekommt, aber nicht in vollem Umfang. Und das ist dann schon interessant, was Seven vs. Wild anders macht, dass da eben halt auch Leute, die so eine Vorauswahl vielleicht nicht bestanden hätten, aber halt gewisse Outdoor-Fähigkeiten mitbringen, trotzdem hingeschickt werden. Und dann kann man halt eben schauen, was macht jemand, der viel draußen ist, aber nicht unbedingt viele Survival-Fähigkeiten hat. Nicht unbedingt, ich will den beiden jetzt nichts Böses unterstellen. Im Vergleich zu einem blutigen Anfängerteam, eins hätte mir gereicht, es müssen nicht drei sein, im Vergleich zu einem Profi-Team, wirklich Profi, das bisher noch gar nicht dabei ist. Wer jetzt hier Survival Lily und Vanessa vergessen findet, die habe ich tatsächlich vergessen. Survival Lily hätte das Ganze wahrscheinlich auf einer Arschbacke abgesessen, wenn sie dann in der Lage gewesen wäre, daran teilzunehmen. Das hat man ja inzwischen mitbekommen, aus vertraglichen Gründen und gesundheitlichen Gründen hat sie abgesagt. Damit ist Vanessa ja sowieso in jedem Fall automatisch raus. Außerdem, so wie ich das verstanden habe, will die zu Alone. Das heißt, die zwei sind mehr oder weniger raus. Aus nachvollziehbaren Gründen. Wäre ganz interessant gewesen. Das wäre also auf jeden Fall mindestens mal mit Lilly ein definitives Profiteam gewesen. Ja, und das ist schade. Aber nachvollziehbar andererseits auch wieder. Nur damit ich es gesagt habe. Ne? Und ja, also die Idee ist auf dem Papier sicherlich lustig, die Umsetzung weiß ich noch nicht so ganz. Aber zurück zu Gerrit und Andi, die haben sich bisher schon sehr viele Gedanken zur Vorbereitung gemacht. Vieles, mit dem ich absolut einverstanden bin, voll und ganz, ganz viele sehr, sehr kluge Überlegungen. Zum Beispiel finde ich die Herangehensweise, irgendwelche obskuren Tipps aus dem Internet, die wahnsinnig viel in allen möglichen Kommentarspalten unterwegs sind, wie die berühmte Malerfolie, die dünne wohlgemerkt, dass man davon ganz viel in die Flasche kriegen würde und so weiter und so fort. Sobald man die auch nur ansatzweise mal ausprobiert, reißt das Ding sofort in 7000 Teile und ist vollkommen nutzlos, weil viel zu fragil, meine Meinung. Ja, ich habe das Ding auch ausprobiert,
viel zu fragil. Und die Meinung haben Gerrit und Andi derzeit gerade auch. Da kann ich mich sehr gut mit identifizieren, zum Beispiel. Ja? Und vielen anderen auch. Also da bin ich wirklich gespannt, was die machen. Sind derzeit meine Favoriten. Und wenn ich da auf irgendwen wetten sollen würden müsste oder irgendwen anfeuern müsste, was die eh nicht hören, wenn ich das tue, aber dann würde ich Gerrit und Andi wählen, Stand heute. Gut, oder Andi und Gerrit. Ja, beliebige Reihenfolge. Gut, jedenfalls, das war es ja. Ja, mehr ist noch nicht bekannt. Wie gesagt, bei der Wildcard-Geschichte wäre es schön, wenn das dann jemand wäre, der Ahnung hat. Ja, und beim letzten normal zu nominierenden Team wäre es auch schön, wenn es jemand wäre, der Ahnung hat. So, und da ich ungern sehen möchte, dass das Ganze damit endet, dass in den ersten drei Tagen oder am ersten Tag sämtliche unerfahrenen Teams feststellen, oh hoppla, Survival ist ja doch anstrengender, wenn man das nicht in digitaler Form am Computer macht, würde ich jetzt mal grob, schnell mal eben kurz runtergerissen, also für meine Verhältnisse kurz, ich gehe sowieso nicht davon aus, dass das groß geguckt wird von denjenigen, die es betrifft, mal eben schnell erklären wollen, wie man denn bitte den ersten Tag sinnvoll übersteht. Da gibt es nämlich relativ simple und einfache Strukturen und einfache Regeln, wie man in einem Survival-Szenario mit minimaler Ausrüstung in einem mindestens mal subborealen Lebensraum ganz gut klarkommt. Ja? Und drum, damit das jetzt auch noch einen gewissen Mehrwert hat, dass ich hier rumstänkere, würde ich das noch mal schnell erklären wollen. So, also Kandidaten kommen da an. Ich würde hoffen, dass sie diesmal ausnahmsweise trocken ankommen dürfen. Im Fall, dass sie doch wieder nass ankommen müssen, weil sie wieder aus Helikoptern springen oder was auch immer, oder aus Booten, ist ja im Grunde relativ egal. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, die kommen da trocken an und es herrscht gerade gutes Wetter und es ist auch nicht abzusehen, dass da an gutem Wetter sich demnächst was ändert. Dann haben wir relativ einfache Bedingungen, um in eine Survival-Aufgabe zu starten. Und dann setzt auch in dem Moment ganz offiziell die sogenannte Dreierregel ein. Die kann man nicht immer anwenden und sollte sich das auch überlegen, wann man das tut. Aber so mal grob können wir die durchgesprochen haben. Und die lautet 3 Minuten ohne Sauerstoff, 3 Stunden ohne Wärme, also wenn es so richtig, richtig kalt ist, 3 Tage ohne Wasser und 3 Monate ohne Nahrung. Ach, so grob, da kann man jetzt noch ein paar andere Sachen mit einbauen, wo man irgendwie eine 3 vorne dran setzt. Aber das sind so die wesentlichen Regeln. So, und daraus resultiert, dass du dich doch bitte in der Reihenfolge, wie es dich umbringt, um deine Bedürfnisse kümmern sollst. Heißt, erstmal dafür sorgen, dass du Sauerstoff hast. Das ist relativ simpel, solange man jetzt nicht gerade am Ertrinken ist, zum Beispiel, oder in einem Kohlenmonoxid-Tank sitzt oder sowas in diese Richtung. Von daher würde ich jetzt mal als gegeben ansehen, dass Sauerstoff vorhanden sein dürfte. So, dann hätten wir 3 Stunden ohne Wärme. Das ist dann relevant, wenn man wirklich mit völlig unzureichender Bekleidung und oder nass ausgesetzt wird. Sollte also wieder mal die erste Challenge darin bestehen, hinzuschwimmen, wo man dann später sich aufhalten soll, dann wäre das durchaus relevant, sich als allererstes dann tatsächlich darum zu kümmern, mal wieder trocken zu werden. Da man ja auch nur einen Satz Klamotten hat, ist trocken zu sein, beziehungsweise falls das mal nicht mehr der Fall sollte, schnellstmöglich wieder trocken zu werden, durchaus eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Ja? Aber jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass die trocken ausgesetzt werden, die Kandidaten. In dem Fall ist das Nächste, worüber man nachdenken müsste, wiederum trotzdem auch irgendwo die Wärme, weil wir uns ja in einem kalten Lebensraum befinden. Es ist aber ein Schlafsack vorhanden, das heißt, sollte es in der Nacht nicht regnen, gehe ich mal davon aus, dass der Schlafsack warm genug wäre, der da vorhanden und mitgereicht wird. Wir wissen ja noch nicht, welcher Schlafsack das sein wird. Und damit wäre das Thema Wärme eigentlich fürs erste Mal vom Tisch. Wie gesagt, sollte es nicht regnen. Und dann kommt nach Adam Riese bzw. nach der Dreierregel das Thema Wasser ins Spiel.
Ja, da man aber gleichzeitig immer noch den Punkt Wärme so ein bisschen im Hinterkopf haben sollte, weil es könnte ja sein, dass es in der Nacht doch regnet und davon sollte man sicherheitshalber lieber mal ausgehen und nicht automatisch von gutem Wetter ausgehen wollen, dann heißt das zu gleichen Teilen, man muss sich um ein Shelter kümmern und man sollte sich vielleicht auch schon mal um Wasser kümmern. Da es zwei Personen sind, die da im Spiel sind, kann man jetzt durchaus überlegen, wie man das machen möchte. Man geht als Team Wasser suchen und geht dann als Team Shelterplatz, also Bauplatz suchen und beginnt als Team zu bauen. Oder einer baut, einer sucht Wasser. Ich würde Letzteres machen. Insbesondere würde ich mich vorher absprechen im Team, wer denn was besser kann. Ja, zum Beispiel im Fall von Knossi und Sascha würde ich Sascha, der vermutlich der körperlich Fittere ist, auf Suche nach Wasser schicken, wenn er eventuell weit weglaufen muss oder einen hohen Berg hochkraxeln muss oder sowas in die Richtung. Und würde Knossi dann halt zum Lagerbau einteilen. Weiß nicht, ob Sascha da viel qualifizierter ist oder wenn sie untereinander feststellen und im Gespräch miteinander, im ehrlichen Gespräch, der Sascha sagt, du, ich kann aber hervorragend bauen und bin super stark, dann wäre es vielleicht sinnvoller, den Knossi zum Wasser suchen zu schicken. Ne? Aber das muss man halt individuell im Team im Vorfeld klären, wer denn eigentlich welche Fähigkeiten mitbringt und wer für welche Aufgabe besser geeignet ist, weil gerade in so einem Team gilt nicht unbedingt Gleichberechtigung, dass dass jeder mal alles gemacht haben muss, sondern besser Spezialisierung ist effizienter, dass du deine Aufgaben bekommst, für die du besser geeignet bist als der andere und der dann wiederum Aufgaben übernimmt, für die er besser geeignet ist. In einer perfekten Welt ist das dann gleichmäßig verteilt, also 50-50, jeder macht die Hälfte der Arbeit und alles ist wunderbar. Man kann sich natürlich auch Aufgaben, wo Qualifizierung nicht besonders notwendig ist, wie Stöcke durchbrechen fürs Lagerfeuer, natürlich auch irgendwie teilen. Wobei das schon der Sascha besser machen könnte, ganze Stockbündel, knack. Egal. Ja, so, das heißt also, nehmen wir jetzt mal an, immer noch beim Szenario, es regnet nicht. Wir suchen Wasser und wir brauchen einen Lagerplatz. Zunächst mal Lagerplatz. Zunächst ganz wichtig, keine Senke. In Kanada, Alaska, egal wo, ist immer ein feuchter Lebensraum. Wenn du da in einer Senke versuchst, dein Lager aufzubauen, sprich eine Grube, eine Kuhle, eine Vertiefung im Boden, was auch immer, dann wird die mit Wasser irgendwann volllaufen, wenn ein starkes Niederschlagsereignis stattfindet. Und das will man nicht. Also das ist also völlig behämmert. Das sollte man auf keinen Fall tun. So wie wir bei Staffel 2 gelernt haben, sollte man auch nicht innerhalb des Überflutungsbereichs des Meeres, des Tidenbereichs des Meeres oder in Flussmündungen oder sonst irgendwo, wo bei Starkwasserereignissen mit weggespült werden zu rechnen ist, nächtigen wollen. Ja? Und wenn da irgendwelche Steilwände sind, die dadurch entstanden sind, dass das Wasser da regelmäßig Boden und anderes Material weggerissen hat, dann heißt das innerhalb dieses Bereichs nächtigen blöde Idee. Und schon gar nicht für 14 Tage. Für eine Nacht bei wirklich super tollem Wetter ist das Risiko vielleicht noch vertretbar, aber auch da sollte man das eigentlich schon nicht machen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Aber für 14 Tage definitiv ganz bescheuerte Idee. Ja, muss man so deutlich wirklich sagen. Ja, dann sollte man auch nicht an einem Wildwechsel nächtigen, schon gar nicht in Landschaften, in denen das Wild, was da so unterwegs ist, unter anderem ein Braunbär sein kann. Das wäre eine blöde Idee. Dass der früher oder später mal begegnet, damit muss man leider rechnen, aber man muss es aber auch nicht zusätzlich provozieren, indem man auf dem seiner Autobahn nächtigt. Ja. Ein Wildwechsel ist schlicht und ergreifend ein Weg in einer weglosen Landschaft. Wenn ihr da doch einen Weg findet, ist die Chance, dass das ein Wildwechsel ist, relativ hoch. Insbesondere zur Unterscheidung zu einem menschlichen Pfad, der wäre ja theoretisch auch denkbar, dass es da irgendwo einen gibt. Ein Wildwechsel ist unten frei, also auf Höhe der durchschnittlichen Schulterhöhe eines durchschnittlichen Wildtieres, ist der frei von Ästen, weil die da ständig durchlaufen. Ja, dann sind die Äste irgendwann abgebrochen. Auf unserer Kopfhöhe sind noch Äste vorhanden, weil wir im Regelfall höher sind als die allermeisten Wildtiere, weil wir ja nun mal Zweibeiner sind und daher recht hoch aufgeschlossen durch die Gegend laufen. Ein menschlicher Pfad ist auch in unserer Kopfhöhe weitgehend frei von Ästen und damit kann man das dann auch ganz gut schon unterscheiden. Ja, ist das ein Wildwechsel, der so winzig klein und so undeutlich ist, dass man ihn gar nicht erkennt, dann ist es auch nicht so wichtig, dass man den ausspart bei der Lagerplatzsuche. So, nicht zu nah am Wasser.
aus den genannten Gründen und aufgrund dessen, dass Mückenlarven im besagten Wasser leben und sich die Mücken, die dann später aus dem Wasser schlüpfen und in die Luft bewegen, auch gerne in der Gewässernähe aufhalten und Mücken können einen um den Verstand bringen. Deswegen sollte man insbesondere zu sumpfigen oder moorigen Flächen, da leben die besonders gerne, einen gewissen Abstand halten. Ja, das ist wirklich eine gute Idee, kann ich nur wärmstens empfehlen, insbesondere wenn man nachts irgendwie vernünftig schlafen möchte. Nach oben gucken, bevor man den Lagerplatz auswählt und schauen, ob da Totäste in den Bäumen hängen, ob ein toter Baum nebendran steht, der umfallen könnte bei stärkerem Wind und einem dann auf den Kopf fällt und solche Sachen, das wäre außerordentlich wichtig. So, und dann kommt noch der Wohlfühlfaktor dazu. Über 14 Tage möchte man sich an seinem Lagerplatz ja sicherlich auch wohlfühlen können und dafür muss es da einem einfach gefallen. Man muss einfach das Gefühl haben, oh ja, hier ist es ganz schön, wichtig. Das sagt der Fritz auch ständig, da hat er recht. Dabei kann man auch, wenn man sich gerade einen Lagerplatz sucht, definitiv gleich daran denken, dass man noch einen Essplatz mitsucht oder einen Nahrungszubereitungsplatz, der sich weiter weg befindet, mindestens 200 Meter vom Schlafplatz entfernt, denn sobald du irgendwo was mit Essen hantierst, insbesondere tierisches Essen, sprich Fisch speziell, dann sorgt das dafür, dass da wahrscheinlich schon irgendwann eines Nachts mal der Bär vorbeischauen wird, weil er neugierig ist und wissen will, was denn da gegessen, gekocht, zubereitet oder sonst irgendwie wurde. Soll heißen, der Lagerplatz muss 100% frei von jeglicher Nahrung sein und wenn doch Nahrung, dann verschlossen in der Flasche, also die Flasche, damit da auch wirklich keinerlei Geruch nach außen dringt. Aber auch dann wäre es besser, wenn man noch irgendwelche Nahrung in der Flasche drin hat, die separat von der Ausrüstung, die man aus der Flasche rausgenommen hat, insgesamt der Flasche weiter weg vom Lagerplatz zu deponieren. Nie irgendwelche Nahrung im Lager haben, wenn Bären im Spiel sind. Das ist so eine wesentliche Grundregel. So, am besten, wenn man das finden kann, wäre auch wieder aus Gründen von Bär ein Lagerplatz, der besonders ungemütlich ist für besagten Bär. Wenn man also so wenig Besuch vom Raubtier wie möglich haben, wählt man zum Beispiel eine Landzunge an einem See, bei dem nicht mit Überflutung zu rechnen ist. Irgend so ein Gletschersee in Alter, da ist nicht mit Überflutung zu rechnen. Das ist hochgradig unwahrscheinlich, wenn man da im gewissen Abstand zum Wasser sein Lagerplätzlein errichtet, auf zum Beispiel einer Geröllzunge, die in den See reinreicht. Klar kann so ein Bär schwimmen und das ist kein unüberwindbares Hindernis, aber der geht auch nicht immer ständig, freiwillig, jederzeit ins Wasser und es ist zumindest eine gewisse Barriere. Würde er auf der Landzunge entlanglaufen bis zu eurem Lagerplatz, das sich am Ende von der Landzunge befindet, wäre er quasi in der Sackgasse. Greift ihr ihn an, kann er nur in eine Richtung flüchten, schränkt sich also so ein bisschen die Möglichkeiten für ihn zum Entkommen ein und das tut ein Wildtier nicht. Ja, oder alternativ, ihr hockt auf irgendeinem Felsen, der am See gelegen ist und baut euch auf dem Felsen euren Unterschlupf. Der müsste da hochkraxeln, ihr wärt oben, hättet den Höhenvorteil, um mit Flaschen auf ihn einzukloppen beispielsweise. Das weiß das Tier auch. Intelligentere Tiere, und dazu gehören Bären, Wölfe und auch der Puma natürlich, wissen schon, wann sie sich in einer nachteiligen Lage befinden, sollte es zu Handgreiflichkeiten aggressiver Art kommen. Ja, und daher das beachten, einen Lagerplatz wählen, der so aussieht, als sei er gut zu verteidigen, der ist es dann auch, beziehungsweise er reduziert einfach das Risiko, dass da ein Tier an einem solchen gut zu verteidigen Ort auftaucht und euch bedroht, massiv. Ja, das ist also, wenn man so einen Platz finden kann, die sind nicht überall, die sind selten, ja, aber dann wäre das natürlich super sensationell klasse, dass eine Höhle super geeignet ist, muss ich gar nicht erst erwähnen, dass ein Einbau in einen Hang mit der Wand, mit der massiven Wand, Felswand, Erdwand, egal, im Rücken auch immer super ist, weil man dann auch zwar in der Sackgasse hockt, sich aber ein möglicher Angreifer ebenfalls in eine Sackgasse begeben müsste, um anzugreifen, das ist klasse. Das ist absolut super, weil Wegrennen bringt uns sowieso nichts als Mensch. Wir sind langsamer als alles andere, was uns da irgendwie verfolgen wollte. Daher eine Fluchtsituation offen halten, völlig sinnlos. So. Ja, also so viel zur Lagerplatzwahl. Dann haben wir ja auch gesagt, ebenfalls sehr, sehr wichtig, Wasser.
Beim Wasser hat sich inzwischen schon rumgesprochen im Internet, dass es da das Biberfieber gibt. Das ist eine Giardia-Erkrankung, eine der typischsten Trinkwasserkrankheiten weltweit. Die wird auch bei den Beipackzetteln der meisten Wasserentkeimungsmittel oder Wasserfilter gerne mal erwähnt. Ist ein Klassiker. Etwa 10% der Menschheit hat oder hatte vor kurzem Giardia, also sehr, sehr weit verbreitet. Wenn du aus dem Ganges säufst, sind die Chancen, dass du das hinterher hast, zum Beispiel relativ hoch, und viele Leute saufen aus dem Ganges und solche Späße. Ja, das wird unter anderem über Biberkot übertragen und deswegen kommt es überhaupt in Kanada bzw. Alaska vor. Ist ansonsten eigentlich eher eine Krankheit, die man mehr in tropische und subtropische Lebensräume vermuten würde. Daher ist dieses Biberfieber schon ein bisschen eine Besonderheit und auch die einzige Möglichkeit, neben Cyanobakterien, sich aus dem Wasser im hohen Norden überhaupt irgendwie nennenswert Krankheitserreger anzutun. So, und wie gesagt, da haben jetzt alle Angst vor und das Internet ist voll von diesem bösen Biberfieber und der einer warnt da sehr, sehr stark vor, der nächste warnt da ein bisschen vor. Wenn man es hat, ist es blöd. Das will man sicherlich vermeiden. Teilweise ist die Inkubationszeit ziemlich lang, sodass es erst nach Seven vs. Wild überhaupt eine Rolle spielen würde. Teilweise, sie kann auch nur eine Woche betragen. Dann hätte man, wenn man das am ersten Tag kriegt, auch dann noch eine Woche lang möglicherweise Spaß damit. Ist durchaus gefährlich, also unbehandelt und ohne Medikamente und so weiter und so fort, wird das ein ganz böser Durchfall mit Übelkeit und macht keinen Spaß. Aber ja, ne, also so hundertprozentig ultimativ schlimm ist es dann auch wieder nicht. Also ultimativ schlimm. Ja? Schon schlimm, will man nicht. Ja? Drückt man schön brav das Klöpfchen und geht nach Hause bzw. zum Arzt, und um sich Antibiotika zu holen. Das hilft dann auch relativ flott, wenn man das hat. Aber ja, ja, man stirbt jetzt nicht. Jedenfalls nicht, wenn man ein Klöpfchen drücken kann, direkt dran. Ja? So, und wie kommt man jetzt damit klar, dass es dieses Biberfieber da gibt? Na, ganz einfach, man sucht sich sein Wasser halt aus einem Bach, der so klein ist, dass der Biber kein Interesse dran hat. Tada! Ganz simpel. Und nach Möglichkeit ein Bach, der sich nicht in unmittelbarer Umgebung eines anderen Bachs, der groß genug ist, dass der Biber Interesse daran haben könnte, befindet. Ja? Also heißt, ein kleines Rinnsal, von dem man vielleicht sogar noch die Quelle irgendwo entdecken kann. Es gibt viele Quellen da oben, viele kleine Rinnsale, wo die Quelle nicht weit weg ist. Da kannst du problemlos draus trinken. Da kann niemals Giardia drin sein, weil da niemals ein Biber reinscheißen würde. Der Biber bewegt sich von seinem Gewässer, das bibertypisch und groß genug für ihn ist, maximal 500 Meter über Land weg. Maximal. Ja, das heißt, ein Gewässer, das 500 Meter oder der Oberlauf eines Gewässers, wenn man ihm 500 Meter von einem größeren Gewässer weggefolgt ist, ab da ist mit Sicherheit kein Biber vorbeigekommen, der da reingeschissen hat. Und da kannst du Wasser entnehmen und es so trinken, würde ich jedenfalls jederzeit sofort tun. Und wenn man sich da noch nicht ganz sicher ist, dann erhöht man langsam die Menge, die man davon unaufbereitet trinkt, und die ersten paar Tage nutzt man halt noch Mikropur. Haben auch inzwischen viele festgestellt, dass man Mikropur Forte nicht über 14 Tage regelmäßig, jeden Tag für 3 Liter oder so, verwenden sollte und das dann trinken. Das kann zu Irritationen der Darmflora führen. Andererseits, Mikropur Forte ist verträglicher, als man es vermuten würde. Und nur weil da sowas im Beipackzettel steht, ja, im Beipackzettel steht vieles. Ja, da muss man maximale Vorsicht gelten lassen in so einem Beipackzettel und immer wirklich vom absoluten schlimmsten Fall ausgehen. Und ja, sicherheitshalber nochmal 534 zusätzliche Warnungen einbauen, damit da auch hinterher niemand kommen kann und einen verklagen. Daher, also ich hätte kein großes Problem mit, 2 Wochen Mikropurwasser zu saufen, aber es muss nicht sein. Es muss wirklich nicht sein. Man kann die ersten paar Tage noch Mikropurwasser saufen. Wenn man auch noch kein besseres Wasser gefunden hat, kein sicher trinkbares Wasser, dann nimmt man erstmal Mikropur und sucht dann irgendwann später ganz in Ruhe sich ein Wasser, das mit hundertprozentiger Sicherheit oder zumindest mit 99,99%iger Sicherheit als Trinkwasser geeignet ist. Details dazu in meinen diversen Wasseraufbereitungs- und sonstigen Wasservideos. Ja, also das ist eigentlich nicht wirklich ein Problem. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, zumal die Plätze, wo die Kandidaten ausgesetzt werden, mit Sicherheit irgendeine Wasserquelle haben werden. Darauf wird schon irgendwer gucken. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das der Fall sein wird. Jo, sollte jetzt
allerdings die Aussetzung nicht bei schönem Wetter oder nass erfolgen, dann sind die Prioritäten natürlich eine andere. Dann braucht man relativ fix ein Feuer und muss schnell wieder trocken werden. Sollte man aus irgendwelchen Gründen doch kein Feuer zur Verfügung haben, um schnell wieder trocken zu werden, würde es sich natürlich anbieten, dann alternativ einfach wie Bekloppte auf und ab zu gehen. Auf und ab rennen ist nicht unbedingt erforderlich, aber einfach die notwendige Körperwärme durch Bewegung zu erzeugen, um die Kleider, die man am Leib trägt, trocknen zu können. Ja, das wäre durchaus eine gute Wahl, alternativ zum Feuer. Da aber es kein Problem sein sollte, in der Flasche Zunder und ein Feuerzeug, jetzt kommt mir nicht mit einem Firestyle um die Ecke, ein Feuerzeug mitzunehmen, tut echt nicht weh. Insbesondere für die Anfänger wäre das eine ganz bescheuerte Idee, sich unbedingt auf diesen tollen Firestyle verlassen zu wollen, wenn man damit seit Jahrzehnten geübt hat und wirklich ganz genau weiß, was man mit dem Ding tut und in jeder erdenklichen Klimazone schon Feuer damit gemacht hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Dann okay, dann brauchst du kein Feuerzeug. Aber für alle anderen würde ich sagen, definitiv ein Feuerzeug tut echt nicht weh, das noch zusätzlich in der Flasche drin zu haben. Ja, und dann wäre eben, wie gesagt, Option Nummer 1, schnell ein Feuer anzumachen, um damit trocken zu werden, oder Option Nummer 2, die Bewegung. Ich würde spontan die Bewegung vorziehen, weil man im nassen Zustand so schnell gar kein Feuer anbekommt, weil man dann möglicherweise dumme Fehler macht, Zeit verschwendet und in der Zeit einem immer kälter wird und man immer mehr friert, es sei denn, man ist wirklich nur nass zum Ziel hingeschwommen. Es ist gerade gutes Wetter und wir haben relativ warme Temperaturen, von mir aus 15, 16, 17 Grad, das könnte sein zu der Jahreszeit. Wenn die Sonne scheint, in der Sonne ist es dann schon relativ warm, vielleicht sogar 20 Grad oder ein bisschen drüber. Auch das wäre vorstellbar. In dem Fall hat man ja Zeit. Dann kann man auch ein paar nasse Klamotten ausziehen und wirklich in Ruhe Feuer machen und dann in Ruhe seine Klamotten am Feuer trocknen. Man muss sich klar sein, wenn man Klamotten am Feuer trocknet, riechen die danach ewig nach Rauch. Ewig. Also insbesondere, wenn man dann auch neben dem Feuer schläft und so weiter und so fort. Das ist im ersten Moment wahrscheinlich nicht weiter abschreckend und früher oder später wird es sowieso der Fall sein, dass sämtliche Klamotten nach Rauch riechen. Aber ich habe das meistens als nicht unbedingt so angenehm empfunden, wenn einfach nur noch alles nach Qualm stinkt. Bisher auf meinen Touren. Aber das kann man auch anderer Meinung sein. So, jetzt habe ich gesagt, Feuer machen. Wie macht man denn bitte Feuer? Ganz grob, ja, das müsst ihr natürlich üben. Wenn ihr jetzt keinen Plan habt, wie man Feuer macht, dann üben, 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 üben. Mindestens 100 Feuer angezündet haben und so aufgebaut haben, dass sie eine halbe Stunde brennen, bevor ihr da hingeht. Wäre ideal. Ja? Das wäre wirklich, wirklich, wirklich dringend erforderlich. Beispiel Joris hat gezeigt, Feuer machen ist gar nicht so einfach. Nichts gegen den Joris, das soll jetzt keine Kritik an seiner Person oder Ähnliches sein, aber es war halt doch ein schönes Beispiel, dass das nun mal nicht so einfach ist, selbst wenn man einen Firestyle dabei hat. Aber mit dem Feuerzeug hätte das wahrscheinlich hinbekommen, würde ich vermuten. Naja, egal. Jedenfalls Zunder dabei haben in der Flasche. Birke gibt es längst nicht überall. Sollte die ganze Veranstaltung auf Vancouver Island stattfinden, da gibt es keine einzige Birke. Ja, das an dieser Hinsicht, das ist so. Ja, da braucht ihr gar nicht hoffen, dass ihr eine findet. Die gibt es da nicht. Die kommen da nicht vor. Punkt. Ja. Andere Orte an der Küste haben ebenfalls nur sehr, 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 sehr selten mal eine Birkenpopulation. Das heißt, so einfach ist das dann nicht. Drum würde ich empfehlen, definitiv irgendeinen Zunder in die Flasche zu packen fürs erste Feuer. Insbesondere, wenn das erste Feuer, weil nass, schnell gehen muss, wäre das extrem hilfreich. So, und was nimmt man dann als Brennholz? Fängt man jetzt an, irgendwelche großen Äste mit der mitgebrachten Messerklinge, für die man sich erst noch einen Griff basteln muss, zu spalten? Würde ich nicht empfehlen. Ich würde empfehlen, in die Nadelwäldern, die es da gibt, und überall gibt es diese Nadelwälder, wirklich komplett an Kanada und Alaska wird man irgendwelche Nadelwälder finden, die weitestgehend vom Menschen recht unerschlossen sind, recht unentschlossen bis ganz unerschlossen, hängen die Bäume unten voll mit toten Ästen, voll. Ja? Überall an jedem Baum, den ihr finden werdet, hängen kleine, dünne, vertrocknete, tote Äste. Das ist das trockenste Holz im ganzen Wald. Warum? Es liegt nicht am Boden, wo sich das Wasser immer sammelt, es fließt nach unten, am letzten Ende ist es immer auf dem Boden, im Boden. Das heißt, das Holz, das direkt da drauf liegt, hat ständigen Wasserkontakt und ist das nasseste Holz, was ihr im ganzen Wald finden werdet. Ja, im Gegensatz dazu ist das Holz, was oben in den Bäumen hängt und direkt unter der Baumkrone, der am wenigsten nasseste Ort, der im ganzen Wald zu finden ist. Und diese Äste, die da dranhängen, die schon seit Jahrzehnten teilweise tot sind, die könnt ihr euch abbrechen, davon könnt ihr euch eine ganze Menge sammeln. Und wenn ihr einen gescheiten Zunder dabei habt, könnt ihr damit problemlos ein Feuer
Feuer anmachen, auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und auch bei leichtem Nieselregen funktioniert das bei entsprechend gescheitem Zunder und auch genügend gescheitem Zunder. Aus der Flasche kann man dann wirklich auch als Anfänger, setzen wir mal zumindest 50 vorher gemachte Feuer voraus, relativ einfach ein Feuer anzünden, um damit seine Klamotten zu trocknen. So, bis das Feuer so richtig schön brennt und so richtig viel Glut ausgebildet hat, sollte man auch nur mit solchem trockenen Holz von den Bäumen heizen und erst wenn das dann sozusagen nicht mehr notwendig ist und man bereits am Anfang, nachdem das Feuer angezündet ist und einigermaßen brennt, neben dem Feuer nasseres Holz aufgeschichtet hat, das dann mittrocknen kann, während das Feuer brennt, dann kann man entweder zu dem Holz übergehen, wenn die trockenen Äste aufgebraucht sind, auch nicht alle in der weiten Umgebung sofort alle verfeuern. Ihr braucht später auch nochmal trockenes Holz. Das ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon, wie es so schön heißt. Ja, also nicht völlig übertreiben. Als Anfeuerholz sind diese Äste vom Baum das Beste, was man in der Umgebung finden kann, hundertprozentig. Absolut, da gibt es keine Alternative dazu, das ist das mit Abstand Beste. Und dann irgendwann halt eben zu den nasseren Ästen übergehen und dann habt ihr dann irgendwann ein schönes Feuer und mehr Feuerholz holen könnt ihr dann immer noch, da sollte jede Menge rumliegen, das sind weitgehend unbewirtschaftete Wälder, da liegt jede Menge Zeug am Boden, was teilweise nur halbnass ist, weil es ein bisschen vom Boden hochragt, also wenn da jetzt so eine Krone auf dem Boden fällt, wump, oder zum Beispiel ein Ast auf dem Boden fällt und der liegt so, dann ragt dieser Teil ja hoch und dieser Teil ist dann auch nicht ganz so nass wie der Teil, der zum Beispiel im Boden drin steckt. Wenn wir jetzt mal sagen, das hier steckt im Boden, das liegt auf dem Boden, beides ziemlich nass, sehr nass, ziemlich nass, relativ trocken. Ja, und das reicht, die Kategorie, ne? Relativ trocken. Und damit kriegt ihr relativ schnell ein Feuer an, dann könnt ihr euch am Feuerle weitestgehend trocknen und dann bräuchtet ihr halt in jedem Fall, auch wenn es regnet in dem Moment, wo ihr ankommt, dann sowieso als allererstes, dann braucht ihr euch nicht erst trockenlegen versuchen, weil ihr seid danach sofort wieder nass. Ihr braucht auch nicht versuchen, eure Klamotten trocken zu laufen oder sonst wie, weil ihr werdet dabei ja nass. Dann braucht ihr als allererstes in dem Fall Prioritätenliste, wieder die Dreierregel, 3 Stunden ohne Wärme bzw. 3 Stunden in der Kälte, länger hält man nicht durch. Als erstes braucht ihr ein Dach. Und deswegen würde ich in jedem Fall unbedingt immer und finde sehr mutig von denjenigen, die das nicht so machen, auf jeden Fall irgendeine Plane, eine vernünftige, wahlweise Rettungsdecke, Dyneematab oder diese Fensterthermoisolierfolie aus Polycryol, heißt das Zeug, glaube ich, verwenden, weil man damit halt dann doch relativ schnell ein relativ regendichtes Dach hinbekommt. Da reicht es für den Anfang, wenn es schnell gehen soll, erstmal auch aus. Oder vielleicht sogar, wenn ihr so schnell da seid und so schnell eine Idee habt, wie man ein schnelles Shelter baut, probiert das vorher aus zu Hause. Ja, unbedingt ausprobieren mit der gegebenen Ausrüstung, die in die Flasche passt, dass ihr dann einfach ein schnelles Sitzshelter baut. Das muss ja nicht sofort zum Schlafen tauchen. Ihr müsst einfach nur aus dem Regen raus und falls ihr noch nicht nass seid, versuchen zu vermeiden, dass ihr komplett durchweicht. Und was ihr auf dringend vermeiden müsstet, wäre, dass euer Schlafsack nass wird. Da habt ihr verloren. Ist der Schlafsack einmal richtig nass, den kriegt ihr nie wieder trocken. So ein Feuer könnt ihr gar nicht machen, dass ihr einen Schlafsack am Feuer getrocknet bekommt. Es sei denn, ihr habt schon eine existierende, richtig, richtig toll ausgebaute Hütte. Aber wenn ihr die habt, dann habt ihr den Schlafsack hoffentlich drin liegen gelassen und der ist nie nass geworden. Daher ist das einfach ein unrealistisches Szenario. Mir einmal passiert in Lappland, also Nordschweden, dass mein Schlafsack nass geworden ist. Das war damals dankenswerterweise noch ein Kunstfaserschlafsack. Wenn man weiß, wie man auf seinen Schlafsack aufpasst, kann man später Daune mitnehmen. Für einen Anfänger würde ich immer Kunstfaser empfehlen, weil man sie halt doch irgendwann gegebenenfalls wieder trocken hat. Und ich war nicht der Einzige, der damals nass geworden ist. Es war eine Gruppentour. Ich war da, glaube ich, 16 oder 17. Und wir haben fröhliches Schlafsackrösten über dem Feuer in einer samischen Kote betrieben. Das sind also die Hütten der Ureinwohner, so ein bisschen tipiförmig aufgebaut, aber nicht aus Tierhäuten, sondern mit Baumstämmen, Birkenstämmen, ne? Tipiförmig aufgerichtet und Grassoden draufgelegt. Das ist dann relativ dicht. Ist auch wurscht jedenfalls, mussten wir da wirklich ewig lange jede Menge Schlafsäcke rösten, 2 Tage lang, was heißt rösten, räuchern, bis die wieder so trocken waren, dass man damit weitergehen konnte und der Schlafsack riecht heute noch nach Rauch. Ja, und das war vor, ja, ist eine Weile her. Ne? also das nur mal am Rande angemerkt. Also das absolute Wichtigste, was auf keinen Fall schief gehen darf, ist, dass der Schlafsack nass wird.
Das ist ein Ausschlusskriterium. Ja? Oder verlieren von der Feuermachausrüstung oder generell Ausrüstung verlieren, wenn man nur sehr wenig Ausrüstung hat. Das wäre schon extrem wichtig. So, und wenn ihr jetzt noch Schiss vor Raubtieren habt, dann überlebt man die erste Nacht bzw. übersteht die erste Nacht relativ gut, indem man zumindest ein bisschen Feuerholz, das halbwegs reichen könnte, um durch die gesamte Nacht zu kommen. Übrigens geht ungefähr um 20 Uhr die Sonne unter, je nachdem, wenn ihr weiter nördlich seid, schon noch ein bisschen früher. Aber grob kann man sagen, um 20 Uhr für die meisten in Frage kommenden Orte. Ist möglich, dafür die ganze Nacht Feuerholz zur Verfügung zu haben. Sonnenaufgang ist dann sowas so um 6:30, sowas um den Dreh. Aber man sollte dann sparsam damit umgehen. Und wenn man damit Tiere vertreiben möchte, dann reicht ein kleines Feuer, was viel Rauch macht, vollkommen aus. Das muss also nicht die ganze Nacht ein riesiges Wärmefeuer oder ein riesiges lichtspendendes Feuer sein. Ist überhaupt nicht erforderlich. Sparsam mit Brennstoff umzugehen ist eine tolle Idee, weil der Umkreis, in dem ihr euer Feuerholz sammelt, wird je länger die Veranstaltung dauert, immer größer und größer und größer, weil irgendwann in der näheren Umgebung des Lagers einfach nichts mehr zu finden ist. Und das kostet Energie, immer weiter zu laufen, um ein Feuerholz zu holen. Und das heißt, sparsamer Umgang mit Feuerholz von Anfang an ist auf jeden Fall eine gute Idee für diejenigen, die tatsächlich 14 Tage lang durchhalten wollen. So, und wie gesagt, ein kleines Feuerchen, das ein bisschen vor sich hin raucht, sollte schon ausreichen, dass wahrscheinlich kein Tier vorbeikommt. Sollte trotzdem ein Tier vorbeikommen und es gibt Fälle, wo das Feuer sie eben nicht ferngehalten hat, das ist keine Garantie, dass die nicht ins Lager kommen, wirklich nicht. Ja, gerade auch neugierige Jungtiere von Schwarzbär, von Braunbär oder sowas in die Richtung könnten das sogar noch ganz interessant finden, weil sie ein bisschen blöd sind. Auch im Tierreich gibt es unterschiedlich intelligente Exemplare. Und das bedeutet, dass es vielleicht ganz sinnvoll wäre, da das Risiko, dass euch das in Nacht 1 passiert, am höchsten ist, in Nacht 2 am zweithöchsten, in Nacht 3 am dritthöchsten und immer so weiter, weil ihr zum ersten Mal da seid und die Tiere, wenn ihr sich daran gewöhnt haben, dass ihr da seid, dann kommen die irgendwann nicht mehr. Wenn sie bis Nacht 7 oder was nicht da waren, ist die Chance, dass hinterher noch jemand aufkreuzt, relativ gering. Dann wissen sie schon, dass ihr da seid. Ja? Je kürzer ihr da seid, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein Tier neugierig sein wird und am Lagerplatz vorbeischaut. Und deswegen wäre für Nacht 1 meine Empfehlung, tatsächlich in Etappen zu schlafen, eine Feuerwache bzw. Wildwache aufzustellen und sich alle 3 Stunden zum Beispiel abzuwechseln oder 2x4 Stunden oder irgendwie so 2x5 Stunden, die Nacht ist ja relativ lang, kann man sich überlegen, wie man das am besten aufteilen möchte. Oder man schläft in den Morgen, wenn es hell geworden ist, dann beide noch ein bisschen rein. Hätte den Vorteil, dass sollte es sehr, sehr kalt sein, kann der schläft, beide Schlafsäcke nutzen und der die Feuerwache ist, beide Jacken und beide Pullis oder beide wärmende Kleidungsstücke nutzen, weil derjenige, der schläft, zumindest in 2 Schlafsäcken dann nicht mehr als ein T-Shirt am Mann haben muss. Ja? Und das wäre, oder an der Frau, wenn falls mal noch Frauen irgendwie nominiert werden oder teilnehmen sollten. Und das wäre auf jeden Fall eine Option. Vielleicht ist es auch gar nicht so kalt, dass dieses Klamottenteilen notwendig ist. Dann ist natürlich auch in Ordnung und dann hat sich der Punkt erledigt. Ja? Aber wir fassen nochmal zusammen, damit übersteht ihr die ersten 24 Stunden. Und wichtig, die Dreierregel im Hinterkopf behalten. Wenn ihr nass seid, müsst ihr als erstes trocken werden, ansonsten als erstes Wasser und Shelter. Wie man Shelter baut, da fragt am besten jemanden, der sich damit dann noch mal ein bisschen besser auskennt als ich. Ich würde schon was hinkriegen, mit dem ich auch zufrieden wäre. Aber guckt euch doch mal an, was die Naturensöhne bis demnächst da so um die Ecke kriegen an Bauideen, weil die sind, was das angeht, definitiv Profis. Und da würde ich mich vor allen Dingen daran orientieren. So, und jetzt habe ich eigentlich länger gelabert, als ich wollte, aber es hält sich auch noch in Grenzen für dieses Thema, dann also auch vollkommen ausreichend. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.